Oh, das ist schön. So viel Sonne im Leben und so viel Lärm im Auto am Morgen. Das sind unsere Müllleute gewesen, ja. Wie kann ich so arbeiten? Hälfte von der Mülltonne fällt runter beim Auskippen und dann lasse ich es einfach liegen und fahre weiter. Das ist ein Unding. Das ist doch kein Wunder, dass er in Köln so verkommt. Wenn sie alle so eine Arbeitsmoral haben. Da müsste man sich eigentlich beschweren, ja. Ja, wenn ich mich da nochmal beschwere, dann mich haben sie ja schon auf der Liste gesetzt. Mich haben sie schon auf der Liste. Ich brauche da nicht mich beschweren. Was möchtest du sagen? Heute Nix. Letzter Schultag? Ist die Schule noch zu oder warum stehen die da alle? Ja, ist zu. Dass mein Papa mich morgen abholt und dass wir dann zu Burger King gehen vielleicht oder zu Karstadt. Nein, kannst du dir aussuchen. Karstadt! Kackstadt, neben in der Stadt. Da können wir alle zusammen hin, wa Mama? Ich bin auch da. Dann fahren wir alle dich abholen mit Lumen. Warte mal kurz, oder? Oder willst du da schon vorlaufen und damit stehen? Siehst du, dass ich die Tür ummache? Ey, du bist so. Schön, dass wir den gleichen Gedanken haben. Ich habe mich auch keine Lust, mich damit hinzustellen. Ja, das ist auf gar keinen Fall. Tommy, ich habe einen Stich genau im Gesicht. Das war schon schwer genug. Haben wir's? Ja. Schulter. Morgen nur so ein bisschen. Jo, Frühstück beendet. Ich sehe sich auch immer wieder. Ein bisschen schon. Ne? Tommy macht den Stream an, ja so fein. Tommy macht den Stream an, ja so fein. Streaming starten. Du, 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 du. Streaming starten. Gucken wir mal. Dann schreiben wir mal gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Und schwupp. Schwupp. Schon sind wir im Laden. Prost Kaffee. Erster Auftrag heute, der frisch ist. Frischer Auftrag. Schlauchwechsel. Trailer. Kindertrailer, Kinderhänger, was auch immer. Ich fahr raus. Wofür? Wir wollen meinen Sattel wieder hochstellen. Wir haben den ja vor 3 Wochen runtergestellt. Hey, der Bahn, das ist mein Sattel. Hallo Thomas.
Ich bring mal ein Werkzeug raus. Haben wir draußen. Jetzt machen wir mal weiter hier. Die erste Reparatur des Tages ist in voller Länge drauf. Nur grob geschnitten, wenn draußen sind. Ansonsten könnt ihr den Livestream sehen auf Bikestream Berlin. Gibt es den Livestream zu sehen? Bikestream Berlin. Der steckt voller Langeweile und ohne jegliche Überraschungen. 12 Stunden Minimum. Also 12 Stunden werden gespeichert. Live sind es manchmal mehr, weil ich ja länger im Laden bin. Jo, das war das. Jetzt aufpumpen. Fertig. Was? Jo, geht weiter. Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Computer und Telefon. Ah, hier sind die Handschuhe. Gut, ich hole mal Computer und Telefon, damit ich mal sehe, ob er überhaupt da ist. Läuft, war? Na ja, Mensch, 8 Minuten schon. Was für ein Schwachsinn, ey. Also, Fahrradschläuche wurden gerade abgeholt für den Konsumraum, sagt sie. Ja, die werden dann gewaschen, geschnitten, gewaschen. Zum Abbinden. Dann können die Drogen, die Süchtigen sich kontrollierten Schuss setzen. Ja. Auch dafür können Fahrradschläuche gut sein. Also so schlecht ist es nicht. Hat ein leckeres Croissant bekommen vom dänischen Bäcker. Hat dazu gelernt, kein Schwede, ist ein Däne. Ich glaube, die kosten richtig Geld, die Dinger bei dem. Und das werde ich jetzt nicht essen, sondern werde ich meiner Frau geben, weil die Croissants so liebt. Deswegen, mal gucken, ob sie sich freut. Kamperlaufrad, was ich vor ein paar Jahren mal verkauft habe. Braucht wieder ein bisschen Service. Jetzt mache ich die Kassette ab. Schnellspanner habe ich rausgenommen. Kassette kommt ab. Die habe ich schon vom Quietschen befreit.
Fühlt sich super an. Hat aber Spiel. Ja, also hier ist ein bisschen Spiel drin. Das ist ein schönes Laufrad auf alle Fälle, ey. Finde ich toll. Ich dachte, das Quietschen kommt vom Lager, dann hätte man nicht mehr so viel machen können, ehrlich gesagt. Aber das Quietschen kommt nicht vom Lager, das kam nur von diesem Schraubkranz, der da drauf war. Und der war nicht so doll. Deswegen machen wir das mal sauber, das Lager. Morgen. Ja. Was soll es sein? Ich versuche seit ein paar Tagen versuche ich ein Fahrrad zu verkaufen. Ja. Weil mir so viele Fahrradhändler antworten, dass es momentan schlecht ist, da die meisten im Urlaub sind und so. Also das Fahrrad habe ich mir auch erst vor 3 Monaten gekauft, aber das Fahrrad ist so scheiße. Und ich habe es über eine Privatperson gekauft, so. Weißt du, was das Problem ist? Sag ich dir so, dass keiner von der Straße ankauft. Was? Es kauft halt keiner von der Straße an. Weißt du, wenn da einer rinkommt und sagt, der will ein Fahrrad verkaufen, und das ist immer so, da kaufen die meisten nie an, weil die meisten Räder sind einfach mal, das ist so geklaut. Okay. Ganz einfach. Und wenn dann einer irgendwo ein Rad klaut und das dann im nächsten Fahrradladen verkaufen will, okay, und dann der Fahrradhändler dabei oder die Polizei kommt, das kontrolliert mal den Laden, weil der ab und zu mal vorkommt. Ja, und dann ist so ein Ding da drin, dann hat der richtig Ärger. Ja. Und da haben die meisten keinen Bock drauf. Ganz einfach. So sieht das aus. Ja. Was hast du da für ein Rad? Warte mal. Was hast du für eins? Damenrad, Stilo. Hast du jetzt so eine männliche Situation? Hä? Was hast du für eine männliche Situation? Ich muss den Damenrad fahren und kein Damenrad. Wieso? Wer sagt denn so was? Ja, ich wieso nicht. Also ich bin die Damenbikes an sich hoch, wie bequemer oder so weit hier, weil ich dann halt nicht so den Fuß so hoch machen muss. Ja, keine Ahnung. Von mir aus machst du ein Foto von dem Rad und die kommen in 3 Monaten wieder, stellst du so lange oben hoch oder im Keller, also Fahrradkeller. Und dann in 3 Monaten oder so könnte man dich ja frühzeitig abfragen lassen, dass du dann sicherer bist oder so. Ja, wieso? Du musst da wissen, wo du her hast. Ja, ich weiß, wo ich her habe, aber du meintest gerade, das ist nun mal so, dass jedes Fahrrad geklaut ist oder so. Naja, wo? Und sag, wo hast du das her? Na, ich hab's so gekauft, vor 3 Monaten Mauerpark. Aber da waren halt sind schon die Politen bei rumgelaufen und so und haben die ganzen Händler da kontrolliert. Und im Mauerpark, da gibt es ja jetzt nur noch Händler, habe ich gehört, so, die vorher das polizeilich nachweisen müssen, wo sie die Räder gekauft haben. Oder ja. Da hat die Polizei gesagt, weißt du, Räder kommen auf irgendwelchen Optionen oder so. Da habe ich das gerade hier für 180 Euro, ne? Aber wie gesagt, seit 3 Monaten Probleme, so hat die Kette springt dann dauernd raus. Keine Ahnung, fordert nicht den Hof nicht, ich weiß nicht, was da das Problem ist, aber der Kopf funktioniert irgendwie nicht so richtig oder so. Keine Ahnung. Der Kollege meinte, ich soll es bei eBay reinstellen. Da hat sie mir gesagt, so, ey, von eBay, ich hab davon ja keine Ahnung. Ja, und das ist die neue Ahnung, die geben sie alle. Was ist denn los, Mann? Warum habt ihr ja keine Ahnung von eBay? Du bist doch jünger als ich. Ja, du machst einfach die Ahnung haben. Machst ein scheiß Foto von dem Ding und Smartphone hast du 100% drauf. Hast du da eigentlich Stöpsel da? Genau. Ja? Machst ein Foto davon, stellst es drin, jetzt ist noch 5 Minuten drin und du kriegst heute Abend, hast du spätestens den Draht los. Was willst du jetzt haben für das Ding? Ja, das kriegt mich auf. Also ich hab's am 15 Uhr gewartet, bis ich Geld kriege, weil ich hatte keinen Bock mehr auf BVG und so, und als Sätze war und dann halt den schnell gekauft, so ohne großartig nachzudenken. So. Ich hab eine Probefahrt gemacht, so, hab eine Fahrt gemacht, da ist die Kette nicht rausgesprungen und so, und jetzt fahre ich damit und irgendwie fällt. Heute ist mir schon 2-mal die Kette rausgefallen und ich bin gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Ja, ich war jetzt hier 2 Parallelstraßen weiter bei dem Kfz-Mechaniker. Ja. Der hat zu mir gesagt, so, ja, komm im September wieder. Der hat alle voll. Der hat alle voll. Der hat die Sachen in der Urlaubszeit und so, bla bla bla. Ja, keine Ahnung, Mann. Was soll das kosten? So, sag mal. Meinst du, ich krieg noch 100 dafür? Ich meine, ich hab's ja vor 3 Monaten angeboten. Da 80 mehr. Okay, das ist jetzt meine Schuld hier. Da habe ich hier eben das Falschhaus gemacht. Der hat da noch ein Ding gekannt. Das war vorher nicht.
Ich kann es fotografieren und oder du kannst fotografieren mit RAM-Nummer, alle drum und dran. Wir stellen es erstmal 300 bei mir noch im Radkeller oder so. Naja, hast du überprüfen lassen von der Polizei oder wurde das gerade überprüft oder nicht? Ja, ich kam jetzt zwischendurch in den letzten 3 Monaten öfter am Prenzlauer Berg auf der Bernauer Straße in so einer Radkontrolle. Da haben sie die Fahrrad umgedreht, die RAM-Nummer und so. Und dann muss ich immer so eine 10 Minuten weiterfahren lassen. Und bist du Polizei bekannt? Was ist das? Für irgendwas, was in dem Zusammenhang steht. Achso, nee, ich hatte mal einen Ladendiebstahl, ich hab mal ein paar Schokolade geklaut, aber ich war 13 oder so, also das geht zu Telekom oder so, ja, sorry. Nee, Quatsch, hab ich nicht. Also, ich guck nicht, nee, Quatsch. Da musst du nicht heute sein, kannst du in 3 Monaten sein oder so. Ja, ich will jetzt mal nicht. Ich hab jetzt den Bock mehr auf die Seite. Dann schon länger ganze Fahrt natürlich so viel Zeit. Die hast du nicht kaputt gemacht. Ich muss so viel gestern habe ich es nicht mal buchen, so soll ich die Kontrolle am Dali feuert. Seitdem ist der Kratzer vorne an der Bremse. So der hier. Da hat ich mich einfach in der Haustür und denke, das ist irgendwie, sieht mich. Das ist doch mehr. Wohlmut. Ja, die Welterfahrung, die so waren, kann ich mal vor der Saison, ich dachte, das ist weg. Ich habe vorne hier für die Kunde, da ist hier ein Knopf, der funktioniert irgendwie nicht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich kann ja abends nicht mal wirklich fahren. Siehst du? Wenn ich mal abends um 10 Uhr oder so beim Kutscher reinhaue oder so und dann fahre ich Straßen dann dunkel zu werden, ich brauche eine Stunde bis nach Dieberg, dann. Abschluss. Ja, also das wäre jetzt nicht so ein Problem. Klar, ich könnte jetzt so eine Euro hier so eine Glühlampe gucken oder so, wa? Also ich könnte sehr große Ausbau der Bullet. So, ich würde dir einen Fuffi geben für das Ding. Ganz einfach. Aber trotzdem, ich muss das aufschreiben. Das ist Ausweis. Ja, ey, hol mal ein Blatt Papier. 100% geklaut. Aber vielleicht finden wir den Besitzer von dem Rad und dann können wir dem was Jute tun für den Fuffi. Das ist doch Quatsch, weil Fuffi ist ein Stevens, ist doch total bescheuert. Der ist so bekloppt, der Typ. Egal. Gucken wir mal. So, haben wir. Stevens für den Fuffi, alles klar. Stevens für den Fuffi, 100 pro geklaut. Melden wir mal gleich. Ist ja ein Verkäufer, ist ja drauf, Ostrad. Die können wir auch mal anrufen, mal nachfragen. Neue Serie auf dem Kanal, Bike Repo. Naja, warum nicht? Keine Ahnung, warum denn nicht, hä? Bike Repo, was haltet ihr davon? Bin ich jetzt selber, der mir zuguckt die ganze Zeit? Was, wie bescheuert ist das denn? So, rufen wir mal. Call the police. Ah, ah, Sound of the police. Werde ich mir das auch mal wieder antun. Schauen wir mal. Sag mal, könnt ihr mich mit dem Kollegen verbinden? Ah, ja, dann, ja, gerne. Also, die hätte ich auch gerne. Die sitzen in einem Büro. Ja, wisst ihr, das ist so. Ihr kennt euch, das ist gut. Sehr schön, ja klar, ja. Ja. Dankeschön. Danke, ciao.
Ja, schönen guten Tag, der Tommy aus der Bürgnerstraße, und zwar rufe ich an, ich möchte den Herrn sprechen, bin ich da richtig? Das gibt's ja gar nicht, ist ja unglaublich. Also ja, meistens, das Problem ist, ich habe hier gerade ein Fahrrad gekauft, mit Videobeweis, vermutlich, dass das, also das wird wahrscheinlich geklaut sein, gehe ich mal davon aus. Die habe ich natürlich mir aufgeschrieben, das ist, und zwar ist es ein Stevens 6X Light Tour in Schwarz und die Rahmennummer ist die Ja, also das wird, also wenn es jetzt gerade geklaut hat oder so, also ich habe das alles aufgezeichnet auf Video und ja, dann geht mal. Ich verkaufe das ja nicht, ich habe es angekauft, um es zurückzugeben eigentlich. Ne? Also weil das halt so ein Rad ist, was definitiv jemand geklaut melden wird, bin ich der Meinung. Und weil der Typ sehr schwammig rüberkam. Er hätte es auf dem Mauerpark gekauft und er heißt auch, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mit dem Namen was anfangen. Also das ist definitiv geklaut, also ich will das Rad ja nicht haben. Bloß ich meine, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ist ja bekannt, ja. Ich habe mir gefragt extra, ich sage, und bist du Polizei bekannt? Ich habe mal einen Ladendiebstahl gemacht, aber sonst nicht. Schokoriegel geht laut. Schmales Gesicht, sehr hoch. Also ist ein Treffer, würde ich mal denken. Ja, er möge er mal rumkommen, er kann das gerne abholen. Also da ist auch so ein Verkaufsaufkleber drauf von Ostrad. Also kann man ja vielleicht über Ostrad erfragen. Ja, bitte, alles klar. Gut, bis dann, ciao, ciao. Räfer versenkt! Was sagst du? Was sagst du dazu? Ja. Fahrrad geklaut. Ja. Stevens. Hast du gesehen, oder? Weg! Alle sollen sie verhaften! Alle weg, 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 verhaften! Weg! Aber. Ach, siehst du, nicht getäuscht, der ist geklaut auf alle Fälle und wir machen wieder irgendjemand glücklich. Cool. Ja, finde ich ja gut. Ich meine, ich habe jetzt 50 Euro irgendwie weggeschmissen wahrscheinlich. Die werde ich eventuell nicht wieder kriegen. Vielleicht doch. Müssen wir mal schauen. Bike Repo. Help. Help. China? Ja? Ja? Zwei Felgen hat er gebucht. Gibt das nicht? Kein Rassismus. Nein. Guck mal, ich muss arbeiten, ich bin weißer Mann. Weißer Mann arbeitet, schwarzer Mann läuft rum und will Geschenke. Was soll ich sagen jetzt dazu? Kann ich doch nicht. Können wir weitermachen? Willst du Hallo sagen? Ey, danke schon. Sehr glücklich. Deutschland sehr schön, sehr gut. Lieben sehr gut. Ich will keine Arbeiten, aber ich glücklich. No, mein Land ist nicht gut. Ich mein Land ist scheiße. Afrika ist scheiße. Afrika scheiße. Europa sehr, sehr gut. Lieben gut. Schön essen, schön schlafen, schön. Ja, Straße. Sehr, sehr glücklich. Danke schon, Chef. Das ist Afrika. Chef aus. Danke schon, Chef. Fahrrad, liebe Geschenke. Ja. Geschenke. Guck mal, der will was geschenkt, der will jetzt geschenkt ein Fahrrad haben. Der kommt hier rein, sagt, der ist Flüchtling. Achtung, ich Flüchtling, ich will Fahrrad geschenkt. Nee, pass auf, wie kostet 20 Euro oder 10 Euro kein Fahrrad? Bitte, alte Fahrrad, keine Moment mal, also selbst? Keine Rad. Selbst die Container, die ich für die Afrikaner gepackt habe. Wo? Ja, haben wir alles schon gemacht. Da hat ein Rad mindestens 30 Euro gekostet und war Schrott. Und wenn es da in Afrika ankommt, kosten die da 150, die scheiß Fahrräder. Das weißt du selber, dass sie die da auf dem Markt für 150 Euro, was sich kein Mensch leisten kann, 150 Dollar, 100 Dollar verkaufen, die scheiß Dinger. Kann sich keiner leisten bei euch, bis trotzdem kosten die bei euch so viel. Das ist scheiße, das ist Kakerlaka. Und du willst Fahrrad geschenkt? Für Container willst du den haben, das weiß ich doch. Du machst einen Container voll mit Geschenke für Flüchtlinge, kenn ich doch. Nein, kann ich nicht machen. 20 Euro gebe. Nein, siehst du, da geht's los. Nein, machen wir nicht. Nein. Ich habe kein Rad. Ha? Kein Rad, selber machen. Rad ist selber, Straße, gucken, selber machen. Ja, aber es gibt genug, wenn du dich erkundigst, genug Stellen, wo du wirklich was dir holen kannst. Oder ja, so, ja. Wie heißt sie, bitte? Hm? Wie heißt sie? Thomas. Thomas, sehr gut. Thomas, immer Name sehr schön. Name Thomas, sehr schön. Meine Kinder auch. Ich gebe Kinder Geschenke. Name Thomas. Siehst du? Ja. Okay, mein Bruder. Danke. Durchhalten, ja? Danke. Nächstes Mal kommt. Bitte,
ist gerade gesagt, ich eine Billigfahrertechnik, Brautfahrertechnik. Ja, aber wir haben keine billigen mehr, das ist das Problem. Das ist alles weg, alles weg. Keine billigen Fahrräder? Keine billigen. Nee, ich hab was denn? Was bist du denn? Guck mal, er ist Flüchtling, was bist du? Was? Siehst du? Ich bin auch Flüchtling. Ist er so ein Flüchtling? Komm mal, China. Warte, sagen wir euch, habt ihr 24 Kinder mehr? Ihr braucht das auch nicht, wa? Moment gerade nicht. Müssen wir kommen, ist. Okay? Ja, alles klar. Müssen wir, ist so ein bisschen Geld. Wo ist die Luft wieder dabei? Okay. Manchmal, wie viel? In Abfall, Kapital. Kann bis, ja mal bis, sehr bis. Weiß nicht, was willst du denn? Du willst für Afrika-Räder haben, ne? Ich möchte hier fahren. Keine Ticket fahren. Ich hier fahren, bitte. Ich brauche hier Berlin. Fahrrad. Kein Fahrrad. Mit Haus. Nein, muss ich sehen, musst du sehen, weil 80, 90 Euro so ungefähr fängt das an. Alte. 80, 90? Alte, sehr alte. Ja, wie sehr alt? Sehr alt noch teurer denn? Sehr alte, teurer? Ja, sehr, sehr alt ist teuer. Antik? Teuer. Billig. Ja, billig, 80, 90 Euro. Ansonsten kann ich kein Fahrrad verkaufen. Muss funktionieren. Ich suche 50 Euro oder 60 Euro. Ja, musst du gucken, nicht geklaut. Nein, nicht mir geben. Nein, ich will nicht haben. Ich habe 200 Räder hier unten. Ich brauche kein Fahrrad mehr. Okay, danke schön. Ja, bitte. Ciao. Ja, freut euch. Kommt da rein, sagt, ich bin Flüchtling. Was für ein Scheiß, ey. Was will der denn? Da bin ich Jude. Du Flüchtling, ich Jude. So ein Quatsch, ey. Das so. Naja. Das muss man doch nicht vor sich hertragen wie ein Brustpanzer. Wie Flüchtling. Afrika, scheiße. Wie auch immer, ich wollte eigentlich hier. Wo ist denn das jetzt alles? So, Hinterrad haben wir fertig. Zentriert ist es. Bremsen eingestellt. Sind, zumindest die Bremsbeläge sind eingestellt, allerdings bremsen die überhaupt gar nicht, weil der Bremszug müsste gemacht werden. Diese Folge von diesem Vlog wird gesponsert von Stevens. Anscheinend. Zumindest schicken sie mir die ganzen Räder vorbei. Meine Güte, entweder ist Stevens so schlecht, dass es dauernd kaputt geht, oder es ist einfach so gut, dass man es dauernd zeigen muss. Naja, anrufen ist halt, mein Telefon ist ja, also anrufen, geht nicht. Ich bin der Telefonlegastheniker, Instagram-Legastheniker und auch sonst in vielen Bereichen, zum Beispiel auch in Fahrradmechanik, sehr legasthenisch veranlagt. Habe ich das jetzt laut gesagt? Kommt das etwa in einen Vlog mit rein? Ja. Also, in einem vorangegangenen Vlog habe ich einmal jetzt hier vor kurzem gezeigt, da war ein Kollege hier mit einer verbogenen Gabel und der hat eine Fahrradreparatur bekommen mit neuen Laufrädern und so ein Scheiß und die haben ihn dann so losgeschickt, meinte er. Dem war aber nicht so. Er hat es hier nur anders erzählt. Ne? Also die haben ihn sehr wohl gesagt, die Gabel ist kaputt, die muss man tauschen. Zack, boom, fertig aus, die muss man tauschen. Ne? Und wollte aber nicht. Ne? Und dann, ne? Das wollte ich nur nochmal richtig stellen. Also Frau Adlan, dem trifft da keine Schuld. Er macht ja immer nur das, was der Kunde beauftragt. Ja. Also wenn er mir das aber so erzählt, dann denke ich mir natürlich, hä, was ist denn das? Was ist denn da los? Wieso macht man so? Also was macht man nicht? Glaubst du ja erstmal den Kunden, aber dann bist du angearscht. Brauchst du ja nicht rum. Asche. Mensch, wie ist denn eigentlich dein Name? Du musst mal rein, wie ist denn dein richtiger Name? Willst du den sagen? Oder heißt du Xiu? Xiu. Ja? 50 Cent ein Stück. Was? 50 Cent das Stück? Was? Na, egal. Pass auf. Eine Frage. Wo bekommt man diese Nupsis vom Ende der Fahnenstange her hier? Das ist das Ende der Fahnenstange, die ist erreicht. Und da sind ja oben drauf so noch so eine Schutzdinger. Also wenn man das abgeknipst hat, dass es nicht so scharfkantig ist. Das weiß ich nicht. Da steht gerade 50 Cent das Stück. Der Patrick. So. Kundschaft. Wie bastel ich mir selber so was? Das weiß ich zwar jetzt selber nicht genau, wie ich das anstellen soll, aber ich habe da so eine Idee. Habe ich schon gesagt, worum es geht? Ja, wa? Wo ist das hingetan? Oh, scheiße, verwirrt der Tommy, ja, das ist unglaublich. Also,
Wenn man jetzt diese Dinger nicht bezahlen möchte, weil man hier 50 Cent bezahlen muss, wie ich gerade gehört habe im Chat, dann das Stück, dann nimmt man doch, man hat ja diese Strebe, ne, da, so, ja, und ans Ende nimmt man ein Stück Schrumpfschlauch, da, so, den schneide ich jetzt. Den schneide ich jetzt ab. Und ich schneide ab. Wie schneidet er denn ab? So, dann mache ich das hier drauf, diesen Schrumpflauch, dieses kleine Schrumpfschlauchstücken. Nehme ich, schiebe die hier rüber. Achtung, jetzt kommt der Moment. Die rutschen natürlich runter, aber nicht mehr lange. Natürlich, wenn alles montiert ist. Ist jetzt nur eine Idee. Vielleicht klappt es auch ja nicht, dann nehme ich das Video ja nicht mit drin. Das ist alles nur eine Idee, die ist mir gerade so gekommen. Weil ich einfach so viel Langeweile habe hier und eigentlich überhaupt nichts zu tun. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ich habe zu tun, habe eigentlich keine Langeweile. Aber so ist das. So, dann. Schrumpf den Schlauch. Schrumpf den Schlauch. Schrumpf, 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 schrumpf den Schlauch. Ofi schrumpft. Fertig. Könnte man jetzt schon so lassen. Wenn man jetzt der totale Mörderfreak ist, dann nimmt man... Presta, Ventilkappen. Ha, für das französische Gefühl im Leben. Und wenn man jetzt das Ganze hier zweimal macht, kann man die sogar aufschrauben. Verbrannter Dreck. So, jetzt habe ich hier auf der einen Seite habe ich doppelt. Schrumpf den Schlauch. Sieht fantastisch aus, kostet bestimmt keine 50 Cent oder so. Könnte man eigentlich wirklich so lassen. Ja. Und wie gesagt, für die Freaks unter euch, einfach eine Ventilkappe nehmen, auf. Und die hält schon. Zack. Ventilkappe ist die Geschmackssache, ich finde so eigentlich viel geiler. Ne, das war's. Das war ein kleines Video. Interpretierst aber. Das ist aus dem Studio in Zürich, oder? Das muss man erstmal heiß machen, dann klappt das. Da fahren die Deutschen dann immer rüber, weil die ja im Schwabenland nur die Familienleben haben. Ach so, die Deutschen, meinst du? Die Familienväter mit 45. Jetzt sag mal hier nichts Falsches, weil wir haben reichlich Zuschauer aus, wahrscheinlich nicht aus dem Schwabenland. Eben. Tada! Das halbe Jahr haben wir um. Von diesem Jahr schon übrigens. Nochmal Achtung, Geräuschkulisse. Mikas coole Socke, ich zeige. Achtung. Fahr doch mal zu BBF. Ja, genau, ich fahr zu BBF. Und jetzt nochmal einen Test machen. Ne? Tommy testet. Fahrerteile, ey, ich schwör dir. 70% fallen durch. 70. Erfüllen ihren Zweck nicht. Oder nur sehr mangelhaft. Auf 100 Teile gesehen. Machen wir mal. 100 Stück immer bestellen und testen. Liebe Leute, was macht ihr, wenn eine Lagerschale festsitzt? Richtig, man versucht sie krampfhaft rauszuschrauben. Meistens rutscht man dabei ab. So, ja. Also kontern. Zeig hier eine Schraube durchgesteckt mit der Unterlegscheibe. Gegen die Lagerschale selbst gekontert und von hier eine Scheibe drauf und noch eine Scheibe drauf. Jetzt schrauben wir jetzt alles fest und dann wird es hoffentlich funktionieren. Schauen wir mal, dann sind wir schon. Seehofer Meiser. Nee, morgen bin ich nicht da, morgen ich vorbei. Ich lasse das Rad wieder hier. Dann habe ich hier zu Hause mein gerichtetes Schaltauge, die Kassette. Deine 2 Euro Sammelstelle. Und 2 Euro Sammelstelle hole ich was raus. Wie viel passt bei dir rein? Und das müsste man dann. Hallo. You have bike to sell it here or in Brabant? Ja, inside this room. Okay. Ja.
Hat geklappt. Hat geklappt, Gott sei Dank. Türmütchensrad. Einmal nur zum Nachziehen hier. Ich habe gerade eben, also es steckt noch ein bisschen was drin von der Schale, aber das musste ich mit schwer böse Kontern raus. Das ist ein Verkehr hier. Anouk! Anouk! Anouk ist da. Ein was? Ein LOL. Was ist denn? Ein Troll? Ein LOL. Ein LOL? Was ist denn? Na, so eine LOL. Guck. Den ist so eine 1. Den? Ja. Und hat sie kriegt hier so ein blaues Auge. Guck mal, sie kriegt hier so ein blaues Auge. Wieso eine Hütte? Braune Haare. Oh Mann. Und sie LOL. Glitzert voll. Ach, was hast du denn da noch? Achso, das ist hier, das ist hier. Der Partyfinger, wa? Ja. Na gut, ich mach mal weiter. Ich muss weitermachen, tut mir leid. Hallo Anouk, die grüßen dich. Völlig dick, ey. Halb neun? Boah, halb neun, Hilfe, ich muss. Hilfe, ich muss arbeiten. Ich muss noch einen glatten Reifen machen. Ja, bitte. Wurde mal hier gekauft. Schön, mal wieder zu sehen. Platter Reifen. Ich meine, nach wie vielen Jahren jetzt? Letzter Auftrag für heute. So, dann mache ich Schluss hier mit dem Block. Mache ich auf alle Fälle Schluss. Das war erledigt. Feierabend. Das war eine richtige Aktion, das Ding rauszukriegen. Na, ich habe mal schwerst verletzt. Hier, ich zeig's nochmal da. Boah, ich habe schon mal richtig schön weggeballert, ey. War zu bescheuert, weil man nicht aufpasst. Zwei Sachen mit immer macht. Über Qualität wurde wieder gemeckert heute. Das wird jedes Mal so sein. Lasst euch nicht ablenken. Den Stream gibt es auf Bikestream Berlin zu sehen. Das ist ein anderer Kanal von mir. Und dann sehen wir uns morgen. Eventuell. Morgen ist Ferienanfang. Also, morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.